Als Christian Stöckl 2013 Abschied nahm als Hallainer Bürgermeister und in die Landespolitik wechselte, wusste er, was auf ihn zukommt. Mit seinen Ressorts, Finanzen und Gesundheit, keine leichte Aufgabe. Jetzt, 5 Jahre nach seinem Antritt, zieht er sein Resümee und informiert darüber im Roberti-Gwölb in Kaltenhausen. 2013 hatten wir einen sehr schweren Start in die neue Regierung. Der Finanzskandal hat einfach ein derartiges Chaos hinterlassen. Wir haben dann ab 2015 bereits die ersten ausgeglichenen Budgets vorgelegt und Rechnungsabschlüsse. Wir haben 350 Millionen Euro an Schulden abgebaut. Wir haben von den Banken durch die Verhandlungen 117 Millionen Euro zurückbekommen. Und jetzt stehen wir so da, dass wir unseren Schuldenberg stark reduziert haben und für die Zukunft gerüstet sind und einen guten Background, was die finanzielle Situation angeht, haben. Aber nicht nur die weitere Aufarbeitung der Finanzsituation steht auf seiner Agenda, auch die Beibehaltung eines geordneten Finanzhaushaltes steht im Fokus. Natürlich müssen wir weiterhin darauf achten, dass wir die Finanzen in Ordnung halten. Aber das ist jetzt natürlich schon viel leichter, weil sie geordnet sind, als zu Beginn meiner Regierungstätigkeit. Die Handschrift von Christian Stöckl der letzten Jahre ist über die Stadtgrenzen hinaus sichtbar. Den Aufwärtstrend spüren auch die Gemeinden. So der Bürgermeister der Gemeinde Adnet, Wolfgang Auer. Man merkt natürlich schon, also dass das Geld am Land sehr knapp ist. Man merkt schon die Handschrift von Christian Stöckl und man merkt schon, dass es wieder jetzt ein bisschen aufwärts geht und dass die Mittel beim Land, ja, dass sie ein bisschen das im Griff gebracht haben und dass auch für die Gemeinden wieder besser wird. Im zweiten Ressort von Stöckl, dem Gesundheitswesen, gibt es zwei Schwerpunkte. Die kleinen Kliniken am Land und die Allgemeinmediziner. Mit speziellen Maßnahmen wird dem Hausarztmangel entgegengewirkt. Dabei setzt man schon bei den Medizinstudenten an. Ja, wir haben einerseits das große Projekt, dass wir Lehrpraxen zur Verfügung stellen, niedergelassene Ärzte nehmen eben Jungmedizinerinnen und Jungmediziner auf, um dort sozusagen praktische Erfahrung machen zu können. Wir starten das auch entsprechend finanziell aus. Und etwas Wichtiges ist auch, dass wir schon Studentinnen und Studenten einladen, in die Region zu kommen, bei praktischen Ärzten zu schnuppern, den Bezirk kennenzulernen, die Landschaft kennenzulernen, die Menschen kennenzulernen. Spürbare Änderungen gab es auch in der Altenpflege. Am Beispiel Seniorenheim Golling sieht man, laut Leiterin und Landtagskandidatin Silke Spörk, dass die Berufsgruppen zusammengerutscht sind und Hand in Hand arbeiten. Dadurch ergibt sich ein Einsparungspotenzial. Man spart sicher Geld ein, weil sie diese Drehtürproblematik der Krankenhäuser sicher verringert, weil früher war es oft so, der Patient ist heimgegangen, ist dann nicht wirklich optimal versorgt worden oder war auf sich alleine gestellt oder die Angehörigen waren auf sich alleine gestellt und da gibt es jetzt einfach viel mehr Unterstützung und durch das wird dann auch die Kostenbremse wieder angezogen. Ob sich die Ergebnisse von Christian Stöckl auch bei den Landtagswahlen am 22. April auswirken, werden die Wählerinnen und Wähler entscheiden.